Herzlich willkommen bei Feuerwilli, das bin ich. Wir machen jetzt zusammen einen Schlauchvergleich und zwar, ich verbitte mir jeden Kommentar. Wir machen jetzt einen Vergleich zwischen dem, schaut mal her, dem Merino, den wir gerade im Einsatz hatten, und dem Buffalo, den haben wir noch hier hinten. So, und im vorherigen Video habt ihr wunderbar gesehen, wie schön diese Klettbänder aufspringen, wenn man die damit einschlägt, wenn die unter Druck setzt. Bei dem ist das jetzt so. So. Das ist ja auch ein Patent. Ne? So kann man auch in den Innenangriff gehen. Nur ihr werdet sehen, das ist wirklich zum Tragen. Es gibt hier auch anders. Die Firma Dünges hat auch einen Umbau. Also ich hatte mit denen auch da damals drum gesprochen, als ich die erstmal getestet hatte. Weil die nicht aufspringen. Und da gibt es eine Änderung, dass sie von alleine aufspringen. So, wollen wir schauen. Wir gucken uns mal dieses ältere Modell an, dieses normale. Ob das aufspringt oder nicht, das versuchen wir mal nochmal. Würde ich sagen, wollt ihr mal anschließen? Heute übrigens wieder dabei, Hendrik, erkennt man nicht mehr so schön. Das bin ich. Und Marvin nebenan. Das bin ich. Genau. Und der andere Marvin, Alas, er ist heute Maschinist. Mit deinem Schätzchen, ne? Ja. Alles klar. Gut. Und wir legen los. Ich freue mich. Los geht's. So, na gut, da wird nichts passieren, aber wir gucken uns das mal an. Reicht, ich glaube, da passiert nichts. Ihr seht, das hält, ne? Machen wir bitte den äußeren mal auf. Also das ist wirklich was garantiert hält, wenn man es trägt. Ne? Macht ihr die Mitte auch noch auf, beide? Vorsicht, der kommt gleich. Aber wenn das so liegt, jetzt mal aufdrehen, nicht so viel Druck. Genau. Du kannst mal losgehen. Und ihr seht wunderbar, wie sie es hier abwickeln. Ne? Geht also auch. So soll es aussehen. Gut aus, ne? Ja. Jetzt spielen wir ein bisschen rum. Genau. Wenn ihr hier guckt, also hier steht das Modell drauf, Eschbach. So, jetzt gucke ich mal, ob der, ist das, ich weiß nicht, ob das, nee, das ist das Hersteller, KW und ja. Nee, aber ich glaube, der müsste 42 sein. Ne? Weil C-Schläuche nach Norm sind ja 42 oder 52 mm, ne? Wisst ihr, so und so. Ungefähr. Gut, und der Trupp wird jetzt mal gucken, wenn sie den ziehen und vorgehen, mal ein bisschen Stellungswechsel mal. Einfach mal dafür ein Gefühl kriegen. So, und geht das? Ja. Geht gut? Ja. Okay, und ihr zieht ein paar Meter, ne? Die ziehen jetzt bestimmt so 7 Meter hinter sich her, weil das ein 30 Meter C-Schlauch ist. Das, nicht, dass er die Dimension jetzt durcheinander wirft. Aber geht das gut, Hendrik? Ja, kann man machen. Kann man machen? Ja. Okay? Ja. Bei dir auch. Ganz normal, wie du es wahrscheinlich sonst auch kennst, ne? Ja. Aber dass es länger ist, 30 Meter, merkt ihr es nicht so, oder? Schon. Wirkt sogar leichter, weil die Kupplung nicht ist in der Mitte. Er meint, das verhackt sich auch nicht so. Dadurch, dass die Kupplung fehlt, das sind 30 Meter eigentlich besser zu handeln. Ne? So kann man nicht sagen. Okay. Gut. Seid ihr bereit, wollen wir den roten jetzt mal, den außengummierten, jawohl, den Reno mal ranwerfen? Jawohl. Dann machen wir jetzt mal einen Vergleich. Und dann schauen wir mal, wie sich das vom Handling ist, anfühlt. Weil es ist ja außen mit dem Gummi halt eine andere Oberfläche. Gucken wir mal. Okay. Also der ist minimal, ist sehr dünner. Ganz minimal. Ne, dieser Schlauch hier. 30 Meter Reno, auch Eschbach. Natürlich hier das Qualitätssiegel nochmal drauf. Aber ist halt ein Ticken dünner. Ich meine, der ist 38 mm, aber das werde ich nochmal einblenden. Okay, jetzt zieht er mal los. So, Hendrik, jetzt der Vergleich. Also ich glaube, der rutscht besser über Pflaster. Der rutscht besser? Durch die Gummi rutscht.
Okay. Hätte ich jetzt anders erwartet. Ich dachte, das ist jetzt mehr wie ein Radiergummi und dadurch irgendwie mehr Grip. Nein. Geht sogar besser? Ist mein Gefühl, ja. Ist du auch? Besser, ja. Ist besser? Okay. Und 30 Meter gleiche Sache wie beim anderen. Kleine Kupplung, weniger Stress. Und? Schön. Jungs, gute Arbeit. So, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Aufwickeln. Willi und Marvin und der Kameramann, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Bis dann. Tschüss, macht's gut. Ein bisschen was nach rum spritzen. Ja. Ja, los. Da hast du an. Yeah, so dann raus aus dem Vorbild, du geiler Typ.